In diesem Video zeigen wir, wie Leckagen in der Druckluftversorgung trotz Maschinenlärms und schwerer Zugänglichkeit aufzuspüren sind und dadurch vermeidbare Energiekosten eingespart werden können. Herzlich willkommen beim Ludwig Meister Videoblog. Ich habe gerade unsere neue Verpackungsanlage auf Leckagen im Pneumatiksystem untersucht. Und warum ich das Ganze jetzt gemacht habe, zeige ich euch gleich in der Werkstatt. Hallo Sven, grüß dich. Simon. Was hast du denn Schönes dabei? Ein Ultraschall-Leckagesuchgerät. Okay, für was braucht man sowas? Um Leckagen in der Pneumatik- und Druckluftsystem zu lokalisieren, die man nicht hört. Okay, das heißt, sobald ich es höre, habe ich ja eh das Thema. Da weiß ich, da ist es, da wechsle ich. Genau, wenn man es hört, kann ich mir so ein Gerät sparen. Aber es sind sehr viele Leckagen in den Anlagen, in den Druckluftleitungen, die man einfach nicht mit dem Gehör wahrnimmt. Einmal durch die Umgebungsgeräusche, die bei der Produktion entstehen, und zum anderen, weil sie so klein sind, dass man sie mit dem Gehör nicht aufnehmen kann. Aber kleine Leckagen können auch hohe Kosten verursachen. Okay, wo finde ich so Leckagen? Also mal in jeglicher pneumatischen Komponenten, ob die Rohrleitung, ob eine Wartungseinheit, ob eine Ventilinsel, egal was, wo was gesteckt wird, was verbunden wird, können Leckagen entstehen. Okay, wir haben jetzt hier eine Wartungseinheit von Riegler da. Passt die? Hören tun wir ja nichts. Weiß ich nicht, also hören tun wir mal nichts, aber dann schauen wir es uns halt mal an mit unserem Gerät. Ja. Und schauen mal, ob die dicht ist. Schauen wir uns das an. Ja, schaut danach aus, als hätten wir eine Undichtigkeit. Also wir verursachen jetzt hier gerade im Moment 15 Euro pro Jahr an Kosten, die wir anscheinend hier in die Umgebungsluft rauslassen. Okay, das heißt, da ist dann wahrscheinlich innen irgendwo Dichtung kaputt, die dann zum Wechseln wäre. Davon ist auszugehen, und nachdem wir jetzt eine Leckage lokalisiert haben, machen wir davon das kleine Foto. Das ist nämlich auch ein tolles Feature von diesem Gerät. Wir fotografieren das Ganze. Und dann können wir das Ganze jetzt dokumentieren. Okay, das heißt, man hier, wo ist das Ganze aufgebaut, genau. Wo wird es hingesetzt. Der Druck, die 5 Bar, das ist wahrscheinlich unser Systemdruck, den hast du wahrscheinlich vorhin gegeben, oder? Das habe ich vorhin gegeben. Und dann eine Fehlerbeschreibung. Genau, kann man alles eingeben. Ich habe auch mehrere Daten hier drin, weil irgendwie müssen wir auch die Kosten, müssen ja irgendwo herkommen. Das Gerät weiß ja nicht, wo mäßig, was mäßig. Also ich muss das Gerät irgendwie füttern mit Infos. Und das haben wir ja schon gemacht und haben das eingespeichert hier im Gerät. Und deshalb errechnet es mir jetzt die Kosten mit unseren Parametern, die wir hier bei Ludwig Meister haben. Und das sieht man, das kann ich dir zeigen. Nein. Indem wir hier reingehen. Und jetzt sieht man hier verschiedene Werte, die man eingeben muss. Einmal den Strompreis, klar, den kennt man. Und die spezifische Leistung. Im Prinzip wahrscheinlich einfach vom Typenschild bzw. aus dem Handbuch, oder? Vom Kompressor. Genau, Reuss Handbuch oder das Typenschild vom Kompressor. Dann gebe ich das an und zum Schluss kommt ein Wert raus. Okay. Das wären jetzt 64,50 für 1000 Kubikmeter Luft. Das würden uns 1000 Kubikmeter Luft kosten. Und dann errechnet natürlich dieses Gerät, wenn eine Leckage vorherrscht, was diese Leckage an Kosten verursacht. Aber das sind jetzt reine Stromkosten, also da ist noch keine Wartung, kein sonstiges mitgerechnet. Genau, das ist nur der Strom, da ist noch keine Wartung vom Gerät, nichts mit inbegriffen. Also wir reden rein von dem, was wir verursachen an Kosten, wenn wir eine Leckage irgendwo im System haben, ohne weitere Kosten dahinter. Was machst du jetzt mit dem Foto? Mit dem Foto ist abgespeichert im Gerät. Wir haben hier die Möglichkeit, über USB die Daten zu exportieren. Das ist dann ein Excel-File, das kann ich dann dementsprechend bearbeiten, bei mir am Rechner. Und dann kann ich es im Standhalter zur Verfügung stellen und er hat sofort eine schöne Auflistung von allen Leckagen mit Foto, mit Hallenbezeichnung, Maschinenbezeichnung und kann dann im Nachgang die Leckagen beheben. Und das finde ich ziemlich gut für den Standhalter. Okay, passt. Schauen wir uns doch nochmal die anderen Komponenten mit an. Wir haben jetzt hier noch Kugelhähne und Steckverbinder. Die sind wahrscheinlich ähnlich kritisch, oder? Ja, also Kugelhähne, also alles, wo irgendwo was verbunden wird. Ein Kugelhahn ist natürlich kritisch. Schauen wir mal. Ja, schau, der war zum Beispiel gar nicht ganz zu. Kommt ganz oft vor, dass so ein Kugelhahn einfach in so einer kleinen Stellung offen steht. Und dann bläst die ganze Zeit die Luft raus.
Druckluftkupplungen, ein ganz schwieriges Thema, sind sehr oft verschlissen. Haben wir ein Beispiel da. Wenn du mal den Nippel hier anschaust, also das ist jetzt... Schaut nicht mehr ganz gerade aus, der sollte gerade sein, oder? Genau, dass er sauber abdichtet, sollte er gerade sein. Und wenn das eben nicht mehr der Fall ist, habe ich an den Druckluftkupplungen auch Leckagen. Okay, das ist so dieses schöne, permanente, leichte Pfeifen, was man so im Hintergrund manchmal hört. Ja, genau, dieses leichte Pfeifen. Oder ganz gut zu erkennen, wenn man mal so einen Schlauch nimmt und bewegt den Schlauch oder das Gerät an der Kupplung. Ja. Und meistens dann bläst irgendwo die Luft ab. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Kupplungen komplett verschlissen sind und können einfach getauscht. Okay. Vorher, wo du noch nicht da warst, bin ich hinten bei uns an der Säge vorbeigegangen. Da habe ich auch ein bisschen was gehört. Ja. Ich denke, da pfeift es auch. Auf was für eine Distanz kann man das messen? Ja, man sagt bis 6 Meter. Aber wir probieren es halt jetzt mal. Vielleicht sind es ja auch die 6 Meter. Schauen wir halt mal, ob wir die Leckage an unserer Säge finden, wenn du sagst, dass da irgendein Geräusch war. Dann schauen wir uns das jetzt mal an. Wir gucken. Ja, da hast du recht. Ein bisschen mehr als 10 dB Geräuschentwicklung. Ja, da könntest du recht haben, da müsste eine Leckage sein. Okay, dann schauen wir doch da mal kurz hinter. Dann schauen wir mal rüber. Schau, Sven, da, man hört schon irgendwo, gell? Ja, ich höre was. Genau, hast du recht. Schauen wir doch gleich. Schauen wir doch gleich mal, was da los ist. Ah ja, genau. Das ist also eine ordentliche Leckage. Verursacht uns so knappe 90 Euro im Jahr. Das sollte man vielleicht einmal im Taschen sagen. Das sollte vielleicht mal die Kupplung zwingend auswechseln. Das stimmt allerdings, ja. Bieten wir das auch als Dienstleistung an? Ja, bieten wir an als Dienstleistung. Auf Anfrage kann man gern bei uns anfragen. Wir kommen gern vor Ort und machen hier eine Leckageanalyse. Okay, wunderbar. Dann, Sven, danke. Bitte. Das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns über Likes freuen. Fragen bitte wie immer gerne unten in die Kommentare. Was wir mit diesen schönen Riemen hier anfangen, das zeigen wir euch beim nächsten Mal. Servus.